Jetzt hat er wieder sein Schild, ey, komm. Hallo? Ich habe getroffen? Nee, das sehe ich gar nicht ein. So, darum, nee. Ich will die Chance ergreifen, dass ich ihn besiege. Das ist mein Ziel. Werd aber auch, denke ich, diesen Part in zwei schneiden, falls es länger dauert. Ja, ich zeige euch ja noch natürlich die Minigames, die noch fehlen, die ich noch nicht euch gezeigt habe. Das kann ich nämlich eben noch separat mit heranschneiden. Ich habe schon so viele Bosse in meinem Leben auch besiegt schon. Ja, kann ich euch sagen. War ein Freudenfest. Nochmal Schild? Was? Komm! Das ist so easy. Ich will ihn einfach fertig machen, dass er eine Lektion hat er gekriegt von Rayman. Von meinem absoluten Lieblingsspiel-Video-Charakter. Ach komm ey, bisschen Dauerfeuer hier, ich will es packen. Ich bin ehrgeizig, hartnäckig und schaffe es. Hallo, ich hab dich doch getroffen, du Penner, ey. Pannekopf. Jetzt komm nicht nochmal mit deinem Schild, bitte. Jawohl, so ist richtig. Als ob dich das freut, Lobox. Du bist doch kein... Er ist doch kein Schwachkopf. Zumindest Andy ist ein Schwachkopf. So, wir werden jetzt... Hallo? Alter. Ich muss die Gegner töten, weil sonst... Die sind ja seine Art Energie. So, einfach nur treffen wäre jetzt mal ganz schön. Alter Vater. Das ist ein bisschen echt hartnäckig. Immerhin, ich habe schon ein bisschen Schaden bei ihnen verursacht. Er hat noch ein bisschen. Bisschen hat er noch. Ich habe ihm schon eine Menge abgezogen. Muss man ja mal so sehen. Weil ich habe auch schon mal Born of Blood gespielt. Ja, das, wer nicht weiß, was das ist, ist ein sehr geiles Spiel. Muss ich euch mal echt empfehlen. Zockt das mal. Ich habe es zumindest mal schon gezockt. Ja, vor kurzem habe ich das mal gemacht. So, Freundchen. Jetzt macht er noch ein Schild. Als ob das nicht schon genug ist.
So. Komm schon. Jawohl. Nochmal getroffen. Klar tut das weh. Lass mein Handy laufen und sie werden ganz nett zu euch sein. Vier Tage lang. So, viel hat er nicht mehr. Ich habe ihn ja fast. So, letzter feine Showdown. Na, ja, ich werde natürlich auch noch weitere Rayman-Teile spielen. Ich habe ja noch ein paar auf Lager. Zumindest auch für die PlayStation 2. Das ist ja logisch. Und nochmal ein Schild. Komm. Letzte Mal. So, und der finale Schlag, komm. Nein. Komm, ey, ich will dich endlich besiegen, du Scheißviech. Langsam habe ich genug. Jawohl, das war's. Wir sind wieder am Anfang angelangt. Da können wir die Nacht wohl in Ruhe beenden. Hey, was ist los, Globox? Es ist Andy. Ich vermisse ihn so. Weißt du, er ist jetzt glücklicher. Schau die roten Looms, wie zufrieden sie aussehen. Mir egal. Ich will meinen Andy. Oh, besser nicht. Außerdem weiß ich nicht, wie man das macht. Wir müssen einen roten Loom aufmachen. Du sprichst von einem Einfall. Ich frage mich, wer an so etwas Spaß hat. Thank you.
Du warst super. Dank deiner Hilfe konnte die Welt und ihre nächste Umgebung gerettet werden. Aber du hast auch auf deinen Punktestand geachtet. Gehörst du vielleicht zu den besten Spielern aller Zeiten? Um es zu erfahren, musst du dich unter www.raymondzone.com anmelden und diesen Geheimcode eingeben. Du kannst dich auch anmelden, um am Wettlauf um die Lums teilzunehmen. Kenne ich überhaupt nicht. Könnt ihr mal gerne machen, wenn ihr wollt, und dazu ein Video machen. Gerne. Macht es ruhig, mir scheißegal. Und gebt diesen Code ein. Ja, da könnt ihr euch dann anmelden. Außerdem kannst du versuchen, deinen Punktestand zu verbessern, indem du einige Level von Rayman 3 noch einmal spielst. Den Geheimcode für deinen Punktestand findest du im Menü unter Wettlauf um die Rums. Er wird automatisch aktualisiert. Aber ich muss mal sagen, Rayman 3 Hoodlum Headbox war für mich ein Spiel meiner Jugend, wo ich das damals, wo ich das allererste Mal gespielt habe, das überhaupt nicht kannte und mich erstmal überhaupt damit anfreunden musste mit so einer Thematik von wegen, dass man dann halt die TV-Serie nachspielt davon. Das war ursprünglich eine Rayman TV-Serie, die gab es damals im deutschen Fernsehen. Die habe ich sogar persönlich gesehen, so ein paar Folgen. Wobei ich mir wiederum denke, so, warum hat man das gemacht damals, ja? Das habe ich dann halt gesehen. Und was hat mich da an dem Spiel die ganze Zeit gestört? Ich hatte permanente Lags, richtig ekelhafte Lags an manchen Stellen, wo es echt unerträglich war. Das kann man echt dann an den Stellen echt komplett vergessen zu zocken. Ich habe es wirklich versucht, pro Aufnahme versucht, das zu fixen und zu gucken, woran liegt es, so. Dann habe ich da bisher nichts gefunden. Es liegt definitiv an dem Spiel, an den Einstellungen, die ich an diesem Emulator vorgenommen hatte. Und ja, ich bin einfach zu folgender Erkenntnis gekommen, dass es pro Einstellung, die man in diesem Emulator macht, das davon abhängt, von welchem Jahr das Spiel stammt. Ja, das ist eigentlich das reinste logische Wissen, was ich da habe. Und ja, erstmal zum Spiel. Es ist geil. Es hat eine coole Story, eine gute Erzählweise, aber ich muss sagen, so, was ich bis heute nicht weiß, was ist Wettlauf um die Lums? Kann mich da irgendwer mal aufklären, dass man in die Kommentare schreiben, was das ist? Ich habe keine Ahnung, bis heute nicht. Und ich wollte das schon damals wissen, wo ich das auf der ersten Xbox sogar gespielt habe. Wirklich auf der allerersten. Da wollte ich das mal absolut gerne wissen, aber wir haben ja im Laufe des Spiels ja Bonus-Levels freigeschalten und Minispielgames. Die möchte ich euch gerne nochmal zeigen, so. Ja, doch, das habe ich auch vor. Das ist das Letzte, was ich euch zeigen würde zu diesem Let's Play und dann ist es auch für mich abgeschlossen an der Stelle. Ja, es hat auf jeden Fall Bock gemacht, es hat Fun gemacht, aber ich hatte auch so ein paar dumme Tode gehabt und es waren zu viele Grafikfehler in dem Spiel. Es waren zu viele und dann kann ich auch wiederum verstehen, warum man davon nochmal eine HD-Version gemacht hat. Also hier Rayman 3 HD. Ja, dann kann ich es wiederum verstehen, dass man da halt nochmal eine Verbesserung vorgenommen hat. Aber nichtsdestotrotz, die Story, ja, muss ich sagen, da wäre ich schon lange dafür, dass man einen Rayman 4 macht. Lange schon. Wirklich zu lange warte ich auf einen Rayman 4, weil was hier nach Rayman 3 ja kam, Jahre später, war dann Rayman Origins und Rayman Legends. Halt zwei Abklatschschläger halt darauf basiert, auf die ganze Rayman 1 Geschichte, auf die Rayman 1 Trilogie dahinter. Aber dennoch muss ich sagen, wenn es davon eine PlayStation 4 Version gibt, dann werde ich die natürlich für mich privat spielen. Weil das wäre cool, so mit Trophäen, so ein Rayman 3 nochmal so, hätte ich Bock drauf. Wäre auch mal so cool für Rayman 2 zum Beispiel oder für Rayman 1. Hätte ich auch nichts gegen mal so da Trophäen zu haben. Gerne. Ich bin ein Freund davon, was Trophäen angeht. Absolut. Aber dennoch, es hat echt wirklich so krasse Momente gebracht. Schon alleine, das war in der Zeit, wo ich jetzt in der Corona-Zeit zu Hause bleiben musste, viel Zeit hatte zum Aufnehmen und dieses Spiel gehört dazu. Das hatte ich angefangen auch schon ein paar Tage davor, so am Freitag, Donnerstag war das, habe ich das angefangen und habe das heute an einem Montag, wo ich wieder arbeiten musste, durchgekriegt. Ja, im Endeffekt vom Lied ist einfach,
holt es euch. Ich empfehle es euch, spielt das echt mal an einem Stück durch und dann werdet ihr merken, was das für ein Spiel eigentlich mal ist. Ich meine, es kommt nicht annähernd an Rayman 1 heran. Ja, bei Rayman 1 hat richtig geile Mucke, bessere Mucke als Rayman 3, meiner Meinung nach, und ja, Sound- und designtechnisch kommt es auch nicht an Rayman 1 heran, weil Rayman 1 ist von der Reihe her wirklich das allerbeste Game von der Reihe. Es war auch einfach einer der besten, meiner Meinung nach. Da kann man nicht drum meckern. Es ist so, es ist einfach mal Fakt. Ist meine Meinung. Und ja, auf jeden Fall, der zweitbeste Teil ist dieser hier. Und Teil 2 ist meiner Meinung nach der schlechteste Teil. Ja. Weil hier ging es ja nur darum, um André, einen schwarzen Lump, der halt andere Lumps in böse Lumps verwandelt hat und halt seine Untertanen gesucht hat, um halt irgendwann mal Reflux zu treffen, halt dem seinem Stab des Scepters abzunehmen, um halt die Macht von Leptis zu erlangen, um halt mehr Armeen zu erschaffen, was wir halt verhindert haben und somit halt jetzt den Weltfrieden wieder geholt haben. Ja, darum ging es in Rayman 3 Hoodlum Headwalk überhaupt. Das weiß ich. Aber, ich kann euch schon mal so verraten, was nach Rayman 3 kommt. Also, das wird ein Spiel sein, wovon ich schon mal eine Reihe angefangen habe. Ihr müsst mal in meinen Playlisten nachschauen, wovon ich eine Reihe fortsetzen werde, worauf ich schon echt sehnsüchtig warte. Und ja, das wird hiernach kommen. Ich habe da richtig Bock drauf. Welches genau, wird noch nicht verraten. Das bleibt noch geheim. Ja, auf jeden Fall kann ich nur sagen, was hat mich gestört? Soundlags, einfach die Lags selber, dass man halt, dass ich da zu viele Bugs hatte. Und ja, bevor wir für heute aufhören, ich zeig euch jetzt mal noch die Filmsequenzen. Ja, die wir freigeschaltet haben. Den machen wir. Ach nee, die haben wir ja im Spiel gesehen, Entschuldigung. Einen Moment. Die Extras, die kann ich mir mal gern zeigen. Hier, Lektion 134. Was zur Hölle? Okay. Wie viele gibt's denn davon? Eins haben wir jetzt gezeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? Man kann ja noch welche freischalten? Okay. Okay. Ja. Ich zeig euch jetzt noch... Einen Moment. Ich zeig euch jetzt hier noch, Arcade. Das heißt, wir haben ja, wo wir das durchgespielt haben, immer Bonus-Levels freigeschaltet. Da haben wir hier einmal 2D Madness, Rocket Jump, Crunch, Rotsoft Circus, Sentinel, Missile Content, Balloons. Ja, hier können wir auch noch was freischalten. Okay, ich zeige euch jetzt noch ein Minigame und dann beenden wir dieses Let's Play hier an der Stelle. Jo. Wir fangen an mit... Ich würde sagen, das. Na ja, genau das. Die Rakete liebt ihr Ziel, aber sie kann es nicht mehr finden. Kannst du ihr helfen? Um die Rakete zu starten, drücke die Quadrattaste. Du lenkst sie mit dem linken Analogstick. Okay, machen wir. Alter, muss ich ja echt durch. Wahnsinn. Boah. Das habe ich auch schon mal gemacht. So ganz oft. Das ist schon cool. Da müsste ich das Spiel generell nochmal durchspielen. Für mich privat selber.
um das halt noch freizuschalten, was fehlt, und aber das mache ich nicht, weil das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Deswegen, ja, verlängern wir den Part ein bisschen etwas, um dass ihr davon ein bisschen mehr habt. So, wir schaffen das jetzt hier noch. Alter, krank. Man muss quasi die Rakete so lenken, dass man genau in die Lücke reinpasst. So, jetzt hier rein. Dann hier noch unten. Sehr gut. Bisher machen wir das echt gut. Na, ich denke mal, für das Spiel, das sind jetzt 29 Parts. Doch, das kommt ganz gut hin. So, ich habe euch das jetzt mal gezeigt und ja, also da kann man noch eine Menge freischalten, wenn man das privat öfter durchspielt, wirklich alles komplett zu 100% erkundet, findet und Punkte sammelt, ohne sich einmal treffen zu lassen, ohne einmal zu sterben und das perfekt richtig durchspielt, dann kann man noch mehr freischalten, aber so viel Zeit habe ich einfach nicht dafür, nee. So, und ansonsten, hier, Wettlauf um die Lums. Ja, da brauche ich das Internet. Das ist nämlich auch echt das einzigste Spiel, wo ich weiß, dass es eine Internetfunktion hat. Aber zum Abschluss hin gucken wir uns noch die nächste Lektion an. Sieht ja echt aus. Okay. So, nächste Lektion, die hier. Na gut, ich sage euch jetzt mal noch, was ich überhaupt von dieser Reihe noch spielen werde. Rayman 3, Hoodlum Network haben wir fertig. So, was werde ich jetzt von dieser Reihe noch spielen? Also, jetzt hört ganz genau zu. Ich werde noch Rayman Hoodlum Revenge spielen auf jeden Fall. Rayman Advance. Rayman Rebels. Teil 1 und 2 natürlich. Sind schon mal 5. Und Rayman M werde ich spielen. Ja. Die Teile werde ich noch spielen und dann habe ich die Reihe für mich, und Rayman Origins und dann habe ich die Reihe endgültig für mich abgeschlossen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Projekt, das komplette Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr es unterstützt, ein Like da lässt, ein Abo als Unterstützung und natürlich ein Kommentar. Ich lese jeden Kommentar durch, ich beantworte jeden und ja, bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und das nächste Projekt werde ich wahrscheinlich erst in einem Monat aufnehmen, dass ihr das schon mal wisst. Ja. Ich überlege, ob ich jetzt irgendein Nebenprojekt so lange euch mal zeige, so neben den ganzen, weil das habe ich jetzt alles in der Corona-Zeit aufgenommen und heute nochmal beendet. Ja, bedanke mich fürs Einschalten, fürs Kommentieren, fürs Liken und fürs Abonnieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt, denn haut rein, bis dann und ciao.